Jo, hallo zusammen. Der ein oder andere wird es vielleicht schon mal gesehen haben. Die Szene mit der Eisenbahn und mit der Drehscheibe. Ich habe dem Lukas mittlerweile das Lokomotivfahren beigebracht. Und erstmal muss er die Drehscheibe richtig stellen. Und dann kann er auf die Lok steigen und losfahren. In diesem Tutorial werde ich euch mal die Funktionen von der Lok und von der Weiche etwas näher bringen. Aber lasst mich erstmal einsteigen und in Ruhe losfahren. Da vorne kommt bereits die Weiche in Sicht, wird also langsam Zeit anzuhalten und die Weiche zu stellen. Die steht nämlich auf geradeaus und er kann zwar jetzt da drüber fahren, das funktioniert, aber eigentlich ist das nicht so geplant. Oh, der Weichenschalter ist ein bisschen eingerostet, muss also sein Schwert zur Hilfe nehmen, einmal draufhauen und schon ist die Weiche gestellt. Und jetzt kann er wieder einsteigen und auf große Fahrt gehen. Jo, da wäre die Landschaft dann zu Ende. Aber die Schienen gehen noch ein Stückchen weiter. Und da sieht man, wie das funktioniert, dass die Lok also immer schön auf den Schienen bleibt. Okay, dann zeige ich euch jetzt mal die einzelnen Funktionen. Ich habe mir dafür mal eine ältere Datei geholt von der Lok. Ihr seht, sie ist noch nicht fertig texturiert, die Treppen fehlen noch. Aber die Funktionen sind soweit alle drin, das Skript habe ich auch schon geschrieben. Okay, dann selektieren wir das mal ein bisschen. Jetzt habe ich das meiste ausgeblendet und was ihr hier seht, ist einmal eine Achse. So, dann haben wir hier eine Mitte, das ist ein Empty, das ist der eigentliche Motor. Dieses Empty hat hier unten, ich mache mal die Seite größer, das hat also verschiedene Aktuatoren, einmal für Rotieren, einmal für die Vorwärtsbewegung und einmal für eine Höhenbewegung, auf und ab. Diese rote Kugel da, die hat nichts zu bedeuten, die ist nur zur optischen Orientierung da, damit ich das Ding auch wiederfinde. Und an dem Motor hängen jeweils 8 Sensoren. So, ich werde mal die Schienen ausblenden und die Schwellen auch mal ausblenden, dann sieht man das besser. Hier habe ich die 1, 2, 3 und der vierte ist unter dieser Schiene. So, jetzt sieht man es besser. Hier ist der vierte. Und auf der Rückseite sind nochmal 4 solche Sensoren. Diese 4 sind für Vorwärtsfahrt und die 4 sind für Rückwärtsfahrt. Das sind MDs. Und ja, der ist zum Beispiel bezeichnet mit MDWay links. Die haben einen Sensor, die haben einen Way-Sensor. Der Sensor sucht nach der Property Leitweg. Leitweg, das ist die Schiene hier, das weiße, dieses weiße Band. Ne? Ihr seht, das zieht sich unter den Schienen durch und diesem Band folgt die Lok. So, da ist die Property drin. Die Property heißt unten und danach suchen halt diese Sensoren. Und die arbeiten jetzt folgendermaßen. Ich habe hier einen für rechts und einen für links und die sind so eingestellt, dass die im Ruhezustand, also bei geradeausfahrt, genau neben diesem Leitband sind, neben dieser Leitschiene. Und wenn eine Kurve kommt, also wenn die Leitschiene sich verändert, dann kriegt ja einer dieser beiden Sensoren Kontakt und registriert diese Schiene. Und sobald er diesen Kontakt kriegt, dreht er hier den Motor um die Z-Achse in die entsprechende Richtung. Und das gleiche mit den beiden anderen Sensoren, das sind die Höhensensoren, das sind diese beiden hier.
Die tasten auch dieses Band ab und die laufen, sind auch so eingestellt, dass sie dieses Band gerade nicht berühren. Und sobald es irgendwo bergauf geht oder bergab, kriegt ja einer dieser beiden Sensoren zwangsläufig Kontakt mit dieser Schiene und lässt den Motor eine entsprechende Drehung nach oben oder nach unten ausführen. Ja, und das ist im Prinzip das ganze Geheimnis. So funktioniert das. Und diese Sensoren, die habe ich halt für jede Achse, für jedes Rad definiert und die werden über das Skript aufgerufen und gesteuert. So, was ihr hier unten seht, das ist auch nochmal ein Motor, der dreht sich nicht. Das heißt, der dreht sich schon, der dreht diesen Cube hier unten. Und dieser Cube, der ist für den Sound verantwortlich. Der dreht sich während der Fahrt mit. Und ich habe hier oben eine, ja, ich sag mal, eine Kontaktplatte hingesetzt. Der Cube ist ein Sensor. Und jedes Mal, wenn der auf diese Platte trifft, dann spielt die Lok ihren Sound ab, also ihren Auspuffschlag. Das ist im Prinzip die Funktionsweise. Und da alle Achsen gleich gesteuert werden, auch mit gleichem Tempo gesteuert werden, bleibt die Lok auch immer so zusammen. Kann das mal kurz vorführen. Machen wir alles sichtbar. Gut, die Schienen können wir auch wieder einblenden. So, und jetzt achtet mal hier unten auf den Sensor. Ich starte das mal. Ihr hört der Sound im Hintergrund. Steuert wird die Lok mit W. Wie ihr seht, sobald der Cube unten diese Platte berührt, setzt sich die Lok in Bewegung. Damit Lok und Tender auch immer in der Spur bleiben, sind sie jeweils an eine Achse geparentet und sind gleichzeitig mit einem Track Actuator ausgestattet, der auf eine der vorderen Achsen trackt. Das heißt, das Lokgehäuse, das fährt also immer mit den Rädern mit und richtet sich immer nach der ersten Achse aus. Das heißt also auch bei Kurvenfahrten bleibt die Lok zusammen. Jo, so viel zum Aufbau der Lok. Nochmal zur Weiche. Die ist hier. Jo, ich habe hier die Weichenzunge eingebaut. Hier eine Weichenlaterne, die sich auch mitdreht und hier ist ein Schalter. Betätigt wird das im Moment noch mit der Tastatur. Ich starte das nochmal. So, Taste A. Ich drücke mal die Taste A. Habt ihr gesehen? Der Schalter wird umgelegt. Da kann Lukas nachher vorstehen und den bewegen. Ich drücke nochmal Taste A. Die Weiche schaltet sich zurück. Und, was auch wichtig ist, ich drehe mal etwas die Perspektive, dass man das besser sieht. Unter der Weiche sind auch zwei Leitschienen. Eine Leitschiene führt geradeaus und die andere Leitschiene macht eben eine Kurve. Ich hoffe, dass man das so sehen kann. Ich mache es mal groß, starte das nochmal und achtet mal hier auf die Leitschienen, wie die sich bewegen. Ich drücke mal Taste A. So, eine Schiene geht runter, eine Schiene geht rauf. Die Schiene, die unten ist, die ist jetzt außerhalb der Reichweite der Sensoren. Und das gleiche Spielchen rückwärts. Und alles mit einer Taste, immer abwechselnd. Okay, ich lasse die Lok mal fahren. Mit Taste W. Sie fährt geradeaus, wie ihr seht. Mit S bremse ich wieder ab. Mit D kann ich rückwärts fahren. So, das reicht. Jetzt stellen wir mal die Weiche mit A. Ich lasse mal die Lok wieder fahren. Und wie ihr seht, sie fährt in die richtige Richtung. Joa, so viel zum Aufbau von Lok und Weiche. Das Ganze habe ich dann in ein Python-Skript gepackt, wo dann sämtliche Anweisungen drin stehen, wo alles definiert ist, alle Bewegungen. Und da werde ich dann in einem anderen Tutorial nochmals drauf eingehen. Okay, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und tschüss! Thank you.